Hallo, willkommen bei SupportNet Served. Ich möchte euch heute mal ein neues Browser-Game zeigen, was Microsoft gerade rausgebracht hat, namens Cut the Rope, mit dem es demonstrieren will, wozu der Internet Explorer so alles in der Lage ist. Ja, ich möchte so spielen. Mal schauen, was da passiert. Es öffnet sich die Tür. Oh, und da ist eine große Box mit Süßigkeiten gekommen, denn es geht in dem Spiel darum, so eine Art von Krümelmonstern mit Süßigkeiten zu füttern. Das geschieht dadurch, dass man Seile durchschneidet. In Level Nummer 1 ist das natürlich noch sehr, sehr einfach. Aber in Level Nummer 2, wie ihr seht, ist das schon ein bisschen komplizierter, denn man muss sich natürlich die richtige Reihenfolge einfallen lassen. Ich würde mal vermuten, dass zuerst das Kürzeste. Ah, da lag ich also gar nicht so verkehrt. Und jetzt werde ich mal das Mittellange. Das hat auch gut geklappt. Ja, wie ihr seht, das ganze Spiel funktioniert ohne jegliche Installation und ist von Microsoft vor allem dazu gedacht, zu zeigen, wie leistungsfähig der Internet Explorer unter HTML 5 ist. Dazu ist auch hier eine Seite eingerichtet worden, Behind the Scenes, wo die Developer, die Entwickler erklären, was so das Besondere an der Programmierung des Spiels ist, was es übrigens früher schon auf den Smartphones zu spielen gab. Microsoft möchte hier also demonstrieren, dass der Internet Explorer noch lange nicht zum alten Eisen gehört und durchaus mit Chrome von Google oder auch dem neuesten Firefox mithalten kann. Wer möchte, kann sich das also in Ruhe durchlesen. Ich möchte in der Zwischenzeit mich nochmal am nächsten Level versuchen. Na, dann fange ich doch mal wieder oben an. Das war gar nicht so schlecht. Dann würde ich mal denken, der soll ja nach links rüber. Und oh, auch das hat wunderbar geklappt. Also, 2012 gerade rausgekommen. Wenn ihr mal eine kleine Pause bei der Arbeit habt oder rechtzeitig nach Hause kommt, probiert es mal ruhig aus. Mir zumindest macht das Spiel Spaß. Danke und bis zum nächsten Mal bei SupportNet Served.